So, hallo und herzlich willkommen hier wieder in Steinbruch zu Salzburg bei ETS 2 Multiplayer. Ich bin der liebe Lumi und wir sind hier im ETS 2 Multiplayer und wir haben natürlich noch einen wundernetten Herrn hinter uns stehen, den lieben Philipp. Servus! Der haut mir natürlich erstmal die Ohren raus. Auch einen wunderschönen guten Tag an deine Zuschauer und auch an meine. Ja, das letzte Mal haben wir eigentlich gesagt, wir starten von Paris, aber jetzt sind wir auf einmal in Salzburg gelandet. Genau, ja. Durch die verschiedenen Waren. Wir hatten zwar jedes Mal was nach England oder irgendwo hin, aber leider immer verschiedene Städte und die waren manchmal bis zu 1000 Kilometer auseinander. Und dann haben wir uns gesagt, dann schauen wir mal, nicht nur in Paris oder Umgebung oder Ruhrgebiet, sondern auch einmal in Österreich. Und in Österreich hat es dann geklappt. Genau, endlich haben wir was gefunden und beide wiegen 11 Tonnen. Der Lumi hat, soweit ich weiß, die Klimaanlage. Ja. Damit Philipp es schön kühl hat, fahre ich natürlich vor. Und ja, er hat einen Vorratstank hinten drauf. Ich habe Klimaanlagen. Ja, ich würde sagen, starten wir, wa? Starten wir. So, Handbremse los und Gas geben, bevor ich Philipp vorne auf die Schnauze fahre. Wäre, glaube ich, nicht gerade vorteilhaft. Nee, nicht wirklich. So, dies wird diesmal eine Nachtfahrt. Ja, ich strahle mich nicht so hell an. Ich schrei dich an? Du strahlst mich an. Ach so, ja, passiert. Ja, da kommt er mit seinem Fernlicht hinten. Nee, ich habe kein Fernlicht an. Nein? Oh, ich habe vergessen, mir mein Navi wieder reinzumachen. Soll ich mein Fernlicht dann machen? Nein, lieber nicht. Nicht, dass ich gleich nichts mehr sehe hier. Ja, wir fahren. Wir haben die LKWs noch zwischendurch gewechselt. Wir fahren. Du fährst auch einen Mercedes, ne? Ich fahr auch einen Mercedes. Genau, wir fahren jetzt beide Mercedes. Und, ja, demnächst soll ja mit dem nächsten Update soll ja ein neuer Mercedes kommen. Mercedes Actros. Und der wird dann natürlich dann auch direkt im LP gefahren. Ah, sofort. Ja, sofort, der ist raus, noch nicht mal fertig, noch ganz warm vom Fließband schon wird er gefahren. Die Räder sind nicht mal montiert, da schmeißen wir schon den Schlüssel ins Schloss und. Mach mal schon den Motor an. Genau, mach schon mal den Motor an. Testen mal, wie die Vibration ist. Und, ja. Hättest du mir nicht sagen können, dass hier Serpentinen sind? Oh. Zumindest hier solche Haarnadelkurven. Ja, wie man merkt, ouch, 3% Schaden. Aber ich bin diesmal ohne Probleme hier durchgekommen. Ja, ich fahre ja auch viel vor. Besser als so ein 22 Tonner oder 30 Tonner so. Ja, ich fahre ja auch vor, das heißt ja immer, dass ich da irgendwas weghaue. Ja, siehst du. Ja, diesmal haben wir Schnick-Schnack-Schnock gespielt und ich habe verloren. Hus-Hus. Haben wir. Ja, stimmt, wir machen es ja demokratisch hier. Ah. Nein, beide hatten 11 Tonner gehabt und. Und ja. Was macht denn da hinten die ganze Zeit? Für Zell? Ich sehe das im Rückspiegel. Wie lange geht eigentlich diese Landstraße hier? Ziemlich lang. Ziemlich lang. Hätten wir andere Seite fahren können. Etwa 100 Kilometer. Oh, hätten wir andere Seite fahren können. Da wären wir durch Salzburg durchgekommen und dann hätten wir da schön. Mal noch was sehen können. Aber so genießen wir jetzt einfach mal die Atmosphäre in der Abenddämmerung. So, also ja, uns ja schon 10, aber im Sommer ist das ja bis dahin noch meistens hell. Und dieses wunderschöne Bergpanorama hier, das ist ja herrlich. Eigentlich könnte ich am liebsten jetzt anhalten und Fotos machen. Könnte man, macht man aber nicht. Vor allem an der Bergstraße nicht. Außerdem haben wir einen Auftrag zu erledigen. Komm schon, als ob wir immer den Auftrag erledigen würden. Ja, wir liefern den ab, meistens. Unbeschadet? Fragezeichen? Das ist was anderes. Da steht nicht im Vertrag drin, dass ich unbeschadet da ankommen soll. Das sollten wir auch nochmal mit in der Bewerbung reinschreiben. Apropos Bewerbung, falls ihr in EU-Logistik reinkommen wollt,
Bewerbt euch entweder auf dem Teams oder schreibt eine Bewerbung an den unten stehenden Link. Den findet ihr in der Videobeschreibung, denke ich mal, von beiden. Dort einfach mal Bewerbung Bewerbung einfach mal angucken und dann. Ja, wie langsam bist du eigentlich? Nein, bist du erst wieder. Ich verliere dich die ganze Zeit immer aus dem Spiegel. Ja. Wir versuchen dann immer so. Mindestens einmal in der Woche so einen etwas größeren Konvoi eigentlich zu starten. Ja. Denke ich mal. Wenn wir nochmal wieder langsam anfangen. Ja, aber er ist in letzter Zeit sehr ruhig. Ja. Aber hat auch keiner wirklich nachgefragt, also von daher. Bestimmt auch. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen aktiver werden hier. Denke ich mal. Da war der Schwarzbär. Schwarzfahrer. Nee, der Schwarzbär, nicht der Schwarzfahrer. Ja. Ach Manu. Ich tu noch nicht schwarz fahren. So, also falls jetzt vielleicht meine Zuschauer so ein bisschen wundern, warum ich ein kleines bisschen aufgedreht sein könnte. Es liegt einfach an die Uhrzeit, die wir jetzt auch gerade aufnehmen. Wie spät haben wir es eigentlich? Es ist fast eins. Fast 1 Uhr? So, was? So spät schon? Und nochmal als Information. Wir meinen jetzt nicht 1 Uhr abends, morgens, sondern 1 Uhr nachts. Weil das merkt also man schon am Satzbau. Man kriegt keinen vernünftigen Satz mehr raus. Es ist schlimm. Und es ist eine Zumutung, dass wir uns jetzt hier 1500 Kilometer nach. Haben wir überhaupt schon das Ziel gesagt? Ich glaube nicht. Nein. Nach Füßolja. Nach Plymouth. Wie es heißt. Plymouth. Plymouth. Schreibt in die Kommentare, wie man es ausspricht. Plymouth. Plymouth. Mit TH und Doppel-T. Nein. Mit TH und Ü. Noch Plymouth. Plymouth. Das wird richtig komisch geschrieben. Das wird P-H-Y oder so. Nee, P-L-Y-M-T-H. Plymouth. Genau, oder so. Plymouth. Passend. Der Lumi, der bremst. Ja. Vor allem, ich fährt er ja immer noch mit der Schaltung. Das bedeutet, dass ich noch ein bisschen mehr aufpassen muss. Nicht, dass er sich hier gleich abwürgt. Haha. Ich habe Anfahren am Berg gelernt. Keine Sorge. Ich weiß es noch, als du das erste Mal mit der Schaltung im ETS gefahren bist. Und das im Multiplayer. Ich habe das Rennen gegen 2 andere Volvos mit Automatik gewonnen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Von Polen zurück. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Oh, Entschuldigung. Wo 2 andere Volvos mit Automatik meinten, sie wären schneller und ich dann mit der Gangschaltung die alle überholt habe an der Mautkontrolle. Mhm. Ja, aber den Berg bist du trotzdem nicht hochgekommen. Stimmt. Das war auch die Autobahnauffahrt. Da habe ich so stark abgebremst, da half der 7. Gang ist mir, dann habe ich dann im 3. Gang habe ich dann echt den Berg geschafft. Selbst im 1. Gang. Ein LKW hat ja 12 Gänge. Und selbst im 1. Gang habe ich es nicht geschafft und dann im 3. Gang hat es dann gefunkt. Das war schon so ein bisschen lustig. Ich habe mich einfach hingestellt mit Warnblinklicht und Rundumleuchte und habe gewartet. Da ist er ja dann schon weit oben. Dann ist er nochmal 10-mal rückwärts gefahren, hat er nochmal angesprungen genommen. Und aber bin ich aus Versehen hinten vorne drauf gefahren. Ja, das kam noch mit dazu. Ja. Naja, man erlebt schon verrückte Dinge hier im ETS. Ja, vor allem in der EU-Logistik. Das ist immer sehr schön, auch mit Leuten, die eine Abkürzung fahren und sich dann quer einfach auf die Autobahn draufstellen. Oder einfach mal auf England auf die falsche Seite fahren. Ja. Oder der gesamte, die gesamte Kolonne. Ups. Wir sehen die Hälfte gar nicht. Okay. Er musste genauer auf die Map achten, Lumi. Ja, ich kann sie nicht größer machen, das ist nicht World of Tanks. Ja, doch, mit F5. Nein, mit der 5 kann ich nicht größer machen. Doch. Ja. Fährt mal durch. Ja, toll, jetzt habe ich eine große Ansicht. Drück mal nochmal F5. Ach so, ja, gut, okay, aber dann sehe ich ja nicht so, was jetzt direkt vor mir passiert.
Ich hab's meist auf der zweiten Stufe, nicht auf der ersten. Hab ich auch. Auf der zweiten Stufe habe ich das ja auch. Mann, das ist ja. Naja. Das müssen wir aber in die Mitte. Oh, mir tut mein Bremsfuß irgendwie weh, obwohl ich den kaum nutze. Tja, ich hab mein Gas im Bremsfuß. Ja, jetzt haben wir natürlich alle Gesprächsthemen. Im ersten Teil aufgebraucht. Im ersten Teil aufgebraucht, genau. Ja. Ich hab noch ein Gesprächsthema. Das, was ihr im Hintergrund hört, ist I Love Radio About Berlin, der Radiosender bei mir jedenfalls. Patrick weiß ich nicht. Bei mir ist es Country, 90s Countries, also die Country Songs aus den 90ern. Und ja. Ich dachte, ich brauche so ein bisschen jetzt diese Uhrzeit schon ein bisschen andere Musik, damit ich am Leben bleibe. Gott, wenn das meine beste Freundin mitkriegt, ich glaube, ich bin tot. Okay. Doch, kann man nicht sagen. Also, da alle Daten betragen, um diese Uhrzeit wach zu bleiben. Das bin ich doch normalerweise nur. Okay, dann darf ich also nicht den Link schicken von dem Video dann. Wäre. Moment mal. Guckt fast jeden Tag in mein Google Plus Profil rein. Oh. Das ist nicht gerade sehr. Das ist nicht gerade vorteilhaft. Nein. Ich werde ihr das empfehlen. Aber ob sie das Video guckt, ist die nächste Sache. Ich werde ihr das Video empfehlen. Ich habe zwar keine Adresse oder so, aber ich werde ihr das Video empfehlen. Ja, man muss dazu sagen, dass der liebe Philipp ja schwer verliebt ist. Ich glaube, das muss ich alles mit einem Piepton überpiepen hier. Ich krieg grad sogar gerade ganz leichten Lachflash. Ganz leichten Lachflash und wahrscheinlich knallrote Backen, weil es stimmt. Oh Gott, ich glaube, ich muss das nachher rausschneiden. Jetzt fang ich an zu leugnen. Sobald du anfängst zu leugnen, ist es sowieso wahr. Jetzt fahr, ich fahr schon in deine Anhänger fast rein. Stimmt nicht. Außerdem fahre ich 90. Hast du aber glücklich, 89. Was glaub ich denn? Brauch ich denn meinen? Schade. ich bin so gerade so 1% davor, so ein richtiger Lachflash einfach zu bekommen. Ja, das macht die Uhrzeit, das Thema. Vor allem, ich habe gemerkt, ich habe heute über eine. Ich habe mindestens einen Liter Cola heute getrunken, was ich. So kenne ich mich ja überhaupt gar nicht eigentlich, weil ich eigentlich Cola gar nicht trinke. Über einen Liter Cola? Ach du Scheiße. Von der Bremse, vom Gas runtergehen, weil er sich hier nicht aus dem Pott kommt hier. Ich fahre nachher 90. Fliege ich noch. Das war so 89, aber. Schneller geht das auch nicht hier. Normalerweise müssen wir 80 fahren. Hallo, wir sind EU-Logistik, uns geht nichts an. Ja. Stimmt auch wieder. Also manche, muss ich ja sagen, manche ETS-Spieler sind wirklich sehr vorbildlich und fahren diese 80. Die wundern sich aber auch, warum den andauernd einer hinten drauf fährt. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass den Spritverbrauch irgendwie anders geregelt haben, also sonst musste ich nie so oft tanken. Das stimmt. Natürlich habe ich jetzt noch für ein bisschen was, also ich werde irgendwie Holland oder so beim Tanken, aber... Ja, ich werde genau dann tanken, wenn du auch tankst, weil... ich bin auch nicht mehr so, ich habe ja genau dasselbe Karre wie du. Genau, ich habe jetzt noch 273 Liter drin und dann... Wer weg denn hier? 250! Dann wirst du wohl eher tanken müssen als ich. Ja. Aber ich habe jetzt noch 850 Kilometer Reichweite. Oh, 778. Ja, dann werden wir... Ja, dann komme ich schon mal nicht an. Ich werde mit der Tankladung auch nicht ankommen. Ja. Von daher werden wir wohl zwischendurch tanken müssen. Ich würde sagen, irgendwo in Holland, da ist das noch einigermaßen in Ordnung.
Aber England hat eigentlich Spottpreise, muss man sagen. Spottpreise 1,59. Was habe ich gesagt? Also ich habe gar nichts gesagt. Du hast Spottpreise gesagt. Nee, habe ich nicht. Doch, hast du. Das musst du mir beweisen können. Ich hab's auf Band. Ja, dann müsste ich es rein theoretisch auch auf Band haben. Ja. Ach ja. Wann war das eigentlich, wann war eigentlich das letzte Mal, als wir irgendwas zusammen aufgenommen haben? Also als Frage einfach mal so. Och, das war, Tropico war es, glaube ich. War wirklich Tropico gewesen. Das ist übrigens auf meinem Kanal bis jetzt noch nicht raufgekommen, weil, da ja diese technischen Probleme hatte und es dann halt ein Video von mindestens 5 Minuten hatte und ich der Meinung war, das lohnt sich nicht. Genau, dafür kann man sich bei mir auf dem Kanal anschauen. Wunderschön. Vor allen Dingen, ja, also ich finde es ja total unverschämt. Du stehst bei mir auf der Kanalseite in Kooperation mit, ja. Ich stehe aber bei dir nicht drauf. Doch, müsstest du eigentlich. Stop. Müsste ich mal nachher nochmal nachgucken. Müsstest du eigentlich, weil ich habe dich, glaube ich, mal bei empfehlenswerten Kanälen hinzugefügt. Wollen wir mal gucken. Also da, doch, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und sonst muss ich das noch nachholen. Wobei ich mich ja eigentlich auch von YouTube schon langsam distanziere und mich eher auf Twitch konzentriere ein bisschen. Da habe ich jetzt alles soweit eingerichtet. Aber ja, bei mir ist das Problem, dass ich mit Twitch nicht, das haut bei mir noch nicht wirklich hin. Weil erstens will ich dann eigentlich wieder auf den Open Broadcaster umsteigen, weil ich mir jetzt auch ein paar Plugins geholt habe mit dieses Anzeigen von Follower und etc. Da habe ich auch ein bisschen. Das habe ich mir auch machen gestellt. Lassen, also das ist ja nicht das Problem. Ja, aber das Problem ist, ich muss ja die ganzen Einstellungen und meine Internetleitung ja so gedrosselt worden, das ist ja das Problem, der hat nicht funktioniert. Mhm. Und wir sind auch inzwischen auch nicht mehr mit den Anbietern zufrieden. Wir wollen auf jeden Fall irgendwann mal den Anbieter langsam mal wechseln. Ja, Problem ist dann, dass die Telefonteile dann wahrscheinlich auch wieder ausgehen von den Anbietern und ja. Ja, Telekomik ist ja mal sagen, ohne jetzt irgendwas hier schlecht zu machen, deswegen nenne ich jetzt auch extra nicht den Namen, aber wer vielleicht meine Videos aufmerksam verfolgt, auch schon jedes Mal gesehen hat oder alle meine Videos gesehen hat, habe ich schon mal davon gesprochen. Beispielsweise jetzt, also ich habe einen neuen Vertrag, Handyvertrag angenommen, dass ich so und so viele SMS halt frei habe, ja, eigentlich kaum, und dass ich Internet habe, wisst ihr? Die mobilen Daten. Ebenfalls die Flat. Und habe ich nicht bekommen. Warum? Weil diese nette Firma nichts richtig freigeschaltet hat. Ist uns irgendwann mal aufgefallen. Ist uns auch mal aufgefallen, als wir dann die Rechnung gesehen haben, so boah, waren wieder so ein paar 10 SMS und das kostenpflichtig und mein Vater hat aufgefallen und hat mir mal gesagt. Und jetzt werden wir uns dann wahrscheinlich nochmal zum 15. Mal dort. Es geht ihn wieder zum 15. Mal am allerwertesten vorbei. Blick auszudrücken. Oh. Hast du was? Drück immer die falsche Taste. Meinst du das hier? Langsam mal aufhören zu brennen und blinken hier. Und mit voller Wucht drauf auf die Autobahn. Wo ich hatte den Motor von Lumi, das hört sich nicht gut an. Wieso? Das macht man immer so. Das habe ich so in der Fahrschule gelernt. Ich habe ja schon den Lappen, also von daher. Ja. Deswegen sage ich nur. Bordsteine einfahren. Der Lumi kommt. Nein, es geht anders. Leute, holt die Kinder rein. Lumi macht einen Führerschein. Ich glaube, ich müsste sogar gratuliert haben. Landstraße.
Landstraße? Sicher? Achso, ja, Tatsache. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Wenn die Landstraße Spaß macht, dann ist es ja okay, also, das, also mit Kurven und so, aber sonst... Vor allem im Dunkeln ist die Landstraße scheiße. Geht eigentlich so. Ja, man sieht es halt nichts von der Gegend, weil die Landstraße haben sie doch schon ganz schön gemacht, aber irgendwie sieht man halt im Dunkeln nicht so viel. Kommt da jemand? Nö. Wenn einer kommt, der hat Pech gehabt. Hier kommt ein Konvoi vorbei. Also eigentlich fehlt hier noch die Bundeswehrfahrzeuge, die uns beschützen, oder Polizeifahrzeuge. Nein, die beschützen nicht uns, die beschützen die anderen vor uns. Gehen Sie am besten weg. Und was ist, wenn ich hier bleibe? Dann das ist Ihr Problem. Haben Sie Pech gehabt? Dann haben Sie Pech gehabt. Genau, Ihr Problem. Wir wollen Ihnen helfen. Wir haben es Ihnen gesagt, gehen Sie lieber weg. Die Polizei, Ihr Freund und Helfer. Wir sind besorgt um Ihr Wohl. Wenn der Patrick und der Philipp kommt. Leute, holt die Kinder rein. Philipp und Lumi kommen als Konvoi. Reimt sich zwar nicht, aber scheiß drauf. Ja, ist doch egal. So, jetzt werde ich hoffen, dass in den nächsten 650 Kilometern irgendwo eine Tankstelle ist. 600 Kilometer bitte. Okay, in den nächsten 500 Kilometern. Aber der Spritverbrauch ist ziemlich hoch von dem Mercedes hier übrigens. Ja, vom DAF aber auch. Also ich Majesta oder wie das auch immer heißt hier, das Fahrzeug hier. Das ist aber ein Mercedes. Ja. Aber die haben die Rechte nicht bekommen. Oh, komischerweise, den Mercedes Actros dürfen sie so nennen. Ja. Da haben sie sogar einen Stern vorne drauf implementiert. Ja, ja. Komisch. Naja. Aber ich glaube, es gibt. Glaube zu wissen, dass es auch ein Maestra gibt oder so. Ja, aber es ist Mercedes hier, weil es gibt auch eine. Wenn man jetzt schaut, die von den Firmen her ist auch eine Stuttgart. Und Stuttgart ist ja das Hauptwerk von Mercedes. Von daher ist die Vermutung da sehr nah und würde ich auch eigentlich als plausibel erklären. Irgendwie drehe ich gerade mein Pedal immer ganz woanders hin. Es soll eigentlich zu mir kommen und nicht weg von mir. Ah ja, so fährt sich ja schon viel angenehmer. Ich habe mich gerade gefragt, warum 12 im Gang mein Motor so hoch jault. Ja, wir sind ja gerade bergab gefahren. Ja. Schlag mal irgendwas als Gesprächsthema vor. Mir fällt momentan nichts ein. Weitere Let's Plays auf diesem Kanal. Was wird folgen? Ich würde mal sagen, es folgt auf unseren beiden Kanälen auf jeden Fall noch ein Let's Play Together sozusagen von dem neuen Add-on. Ja, sicher. Nachdem. Wann würde ich das sogar relativ schnell machen? Garantiert. Oh, eine Tankstelle. Muss ich mal gucken. Das ist so eine Tankstelle. Muss gucken, das war. Werde es mir bald wahrscheinlich kaufen und dann. Ja. Aber bei mir ist jetzt die Zeit der Klausuren halt. Ja. Und da werde ich ziemlich wenig Zeit haben. Ja, ich habe jetzt auch noch ein bisschen Schule, weil ich halt jetzt die letzten 4 Wochen. Gehabt. Praktikum. Denk dran aufschreiben. Macht er ja schon. Nee, lieber nicht. Will ich wissen, wie viel ich jetzt ausgebe. Also ich habe jetzt 593 Euro getankt. Hast du einen größeren Tank als ich? Mhm. Ich hab 600 Liter Tank. Ich weiß gar nicht, was ich für einen Liter Tank habe. Gucken. Ich hab 225,48 Liter getankt.
Das waren 3,32 Euro. Also, mein Durchschnitt liegt bei 34,4 Liter auf 100 Kilometern. Ich hab einen 400 Liter Tank nur. Okay. Ist komisch. Hast du ein anderes Fahrgestell gewählt, oder? Wahrscheinlich. Und ich glaube, es wäre nochmal günstig, wenn ich dann nochmal tanken umfahre. Irgendwann. Also, wenn wir in London irgendwie angekommen sind oder so. Ja, müssen wir gucken. Weil ich habe nur Tank für 1300 Kilometer. Ja, und 1061 sind es ja noch bis nach Plymouth. Ja. Von daher ist das dann für dich wohl ganz, ja, plausibel. Oder ich kaufe mir da gleich die Garage und tank da nochmal nach. Da war ein bisschen mir zu risikovoll, aber hey! No risk, no fun? Lebensmotto. Naja, no risk, no fun muss man aber auch vorsichtig sein. Nicht alles ja. Risk ist und gleichzeitig fun. Ja. Also da habe ich schon so eine Erfahrung, aber nicht nur schöne, sondern auch welche, die relativ in die Privatsphäre eingreifen. Deswegen, ja. Gut, anderes Gesprächsthema. Ja, wir suchen aber gerade nach Gesprächsthema, Lumi. Na, da habe ich dem Herrn gesagt, den das auch mit angeht, dass ich das nicht weiter sagen werde. Ist aber egal. Aber ich glaube, ich weiß das schon. Also ich glaube, das hast du mir mal gesagt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, von daher. Also das ist auch schon eigentlich relativ vergessen, aber muss nicht unbedingt sein. Ja, klar. Humans! Ich glaube, der hat schon lange keine Leute mehr gesehen. Was? Wer hat keine Leute mehr gesehen? Hier, der Reaper AR, der hat gerade Humans geschrieben. Ja? Ja. Hui! Oh, Framdrop. Oh, ich hoch! Mitte halten am besten. Ich habe jetzt erstmal ein Risiko oder einen Sicherheitsabstand, einen großen Sicherheitsabstand. Da ist ja erstmal nur geradeaus. Wir müssen auf jeden Fall hier dran vorbei erstmal, bevor es sich wieder. Ich bin so ziemlich weit von dir entfernt. Nur mal geradeaus fahren. Was geht denn hier ab? Hier hinten sind wieder Frames normal. Rastburg. Ja, hier ist immer viel los. Bist du da vorne? Ja, bist du. Deine Klimaanlage. Gut, dann dürftest du eigentlich nicht so weit entfernt sein. Zumindest, aber ich sehe dich nicht. Na, trotzdem sehe ich dich nicht hinten im Rückspiegel. Jetzt? Nein, immer noch nicht. Also entweder ist meine. Jetzt sehe ich dich langsam, ja. Jetzt sehe ich dich. Ja. Dann ist deine Sichtweite extrem eingeschränkt. Ja, weiß ich aber auch nicht. Nur aber das ist auch nur der Rückspiegel. Nach vorne hin habe ich freie Sicht. Achtung, Speedy Gonzales von hinten. Ja, Speedy Gonzales wird sich gleich ausbremsen. Weil was haben wir hier? Boah, Junge! Gonzales schneidet ganz schön. Lass mal Speedy Gonzales vor. Ja. 2 Meter. Mal zahlen? Nein. Nee, ich muss nur ziehen. Nur Ticket. So, Mr. Speedy, dann zeigen Sie mal, was Sie drauf haben hier. Bleibst du auf deiner Seite, du? So, ich geb ganz normal weiter Gas hier. Was willst du, Junge, hä? Du hast einen Volvo. Ich hab einen Actros.
Nee, kein Arktos. Der fährt sich einen zurecht hier. Philipp, noch da? Ja. Okay, wo bist du denn? Weit weg. Weit, weit weg. Wo fahren wir hin? Nach weit, weit weg. Oh, ich sehe dich. Bist ja nicht allzu weit. Ja, okay. Jetzt habe ich dich wieder im Spiegel auch drin. Der Name auch langsam. Aber ich finde irgendwie, das erinnert mich jetzt so ein bisschen an die Fahrt von Rom nach Hause letztes Jahr. Sah es auch genauso schön aus. Ach, ich liebe irgendwie dieses Wetter. Es ist ein bisschen bewölkt, dunkel, man sieht so ganz leichte Berge. Ach, herrlich. Da würde ich mein Haus bauen. Aber dafür, dass ich Radio, was bin 90 Countries anhab, ist nämlich ziemlich deutsche Werbung da drin. Ja, ist aber irgendwie so. Radio Die FM. Mhm. Ja, wir sind schon irgendwo in Frankreich unterwegs. Ja. Hast du einen Plan, worüber wir fahren? Fahren wir auch über Amsterdam oder irgendwas? Hat nicht studiert. Moment, F5. Metz. Ich schätze mal, dass wir irgendwie über Amsterdam fahren werden und dann dort übersetzen werden. Lustig. Wir fahren jetzt hoch nach Calais, kann auch gut sein. Wenn ich wüsste mal, guck mal, da vorne haben wir Ort, da können wir auch kurz gucken. Ja. Nicht Calais wäre vielleicht besser gewesen. Oder wäre vielleicht besser. Immer dieser eine Meter, der fehlt hier. Ja. 29 Euro. 29. So, Achtung, ich zieh jetzt einfach mal kurz rüber. Du wolltest ordentlich machen, stand wir so schön auf dem Parkplatz. Kurz mal schnell Pause. Kurz, alles regt sich aus, dass ich vorhin eingeschnitten. Okay, mal kurz auf M. Mal schauen. Wo schickt er uns lang? Luxemburg. Über KIS. Ja, KIS. Nee, ja. Doch, über KI, doch. Aber über den Zug. Ja, Zug, genau. Ist aber auch in Ordnung. Ja, ist aber auch in Ordnung, finde ich. So, das haben wir weniger Wegstrecke. Wir müssen uns eher nicht erst durch Dover durchquälen. Da wird nämlich sehr viel los sein. Und wir sind direkt auf der Autobahn. Doch, das passt schon. Okay, jetzt kommen wir weiter. Ach kurz, wir sind jetzt bei der guten Hälfte. Wenn so rausrollt, ist aber bei der guten Hälfte. Ja. Sind gut vorankommen. Ja. Und los geht's. Ich muss ein bisschen leise sein, weil wurde nämlich gerade ein bisschen geklopft. Okay. Heißt, ich fand wohl ein kleines bisschen zu laut. Wo ich jetzt schon
die restlichen 4 Stunden so laut war. Kein interessiert, aber jetzt. That business. Tja. Och nee, es fängt an zu regnen. Warum fängt es bei dir an zu regnen und bei mir nicht? Achtung, da steht es Spitzkopf Joe. Was für ein komischer So? Oh. Spitzkopf Joe. Obwohl, ich muss mal kurz wieder ein bisschen auf dich warten, weil ich sehe ich nämlich nicht in den Rückspiegel. Ja, ich komme schon an jeder Hand. Oh, Achtung, Framdrops. Mir zu viele Personen. Das finde ich immer ganz interessant. Obwohl, sowas müssten wir ja auch mal erreichen. Haben wir ja schon 2-3 Mal erreicht, aber trotzdem. Wir sind schon in der Steam-Gruppe, sind wir 11 Leute drin. Wenn wirklich mal alle rankommen würden, würden wir das schaffen. Ja, dann ist es schwierig, schöne Aufträge zu finden. Wenn ich jetzt diesen Rasthof hier sehe, ich könnte da rauf und schlafen, ey. Ich bin langsam ein bisschen müde. Schon. Wenn ich dann denke, am Morgen wieder 4 Stunden arbeiten, harte Knochenarbeit, ey, das ist so schlimm. Eigentlich will ich nach Luxemburg. Wow. Oh! What the hell, Frame Drop? Wow. Sorry, ich habe gerade wie so ein paar Sekunden Standbild gehabt. Oh, mein Herz, ey. Soll ich überhaupt auf dich warten? Oh. Das kommt vor das Video. Oh. Oh Gott. Kommst du hinterher oder? Wieder hinterher. Das war jetzt aber nur wegen Luxemburg. Boah, ey, du, ich hab volle Bremsung rechts gegen die Planke da ran und du noch. Das Alter, Junge. Oh, ich sehe schon wieder im Bett. Ist das fies? Ja. Eieiei. Also. Aber das ziehen wir jetzt durch. Das ziehen wir jetzt durch. Ja, die 822 Kilometer kriegen wir noch hin. 817. Ja, wir haben zwei unterschiedliche Stellen. Ich schlafe schon langsam ein hier, ey. Da bin ich 17. Ich bin eben gegen die Leitplanke gefallen, jetzt habe ich 11% Schaden. Scheiße. Mir geht bei mir eigentlich relativ Musik, die ich habe. Ich habe es nur ganz leise im Hintergrund, weil bei den Radiosendern, die hier laufen, weiß ich jetzt nicht, wie die GEMA rechtlich geschützt sind. Naja. Sonst werden da wieder Tonpassagen rausgeschnitten und dann. Ach. Ich habe ja wieder eine von welche Leute, die ja jetzt den Radio streamen und deswegen geht's ja maß und ich hab's auch mega leise und dass wir mehr drüber sprechen und also ist es mehr oder weniger nutzlos. Ja, weil man auch die ganze nur als Hintergrundgedudel da also. Hat. Kannst ja nicht rausfiltern. Es ist mehr als ein Hintergrundgedudel da. Und ob man es auch im Video so hört, bezweifle ich. Es geht. Aber ich fand es damals irgendwie dunkler. Das müssen die heller gemacht haben irgendwie. Also es. Ja. Ich fand es damals irgendwie noch schöner. Irgendwie, wenn man so 1 Uhr hatte, richtig stockduster und alles. Fand ich irgendwie schöner. Wir können ja mal kurz rausgucken. Oh, ich sehe gar nichts draußen. Ja, es ist wohl dunkel. Also. Ja. Keine Ahnung. Ist aufgehellt, hast recht. Also, es ist.
Naja, gut, jetzt hier natürlich durch die Laternen, aber so, auf der Landstraße oder so, ist natürlich auch alles hell. Also. Fand ich damals irgendwie schon ein bisschen besser irgendwie. Eins kann ich sagen. Was kannst du sagen? Nach diesem Part gehe ich garantiert schlafen. Ja, ich dann auch. Oder mal schauen, ob ich noch ein, zwei Runden War Thunder spiele, aber mal schauen. Na, irgendwie, je später es wird und je müder man wird, desto weniger wird auch gesprochen. Also es ist jetzt blöd für die Zuschauer, aber es fällt einem halt Problem ist, ich würde jetzt eigentlich relativ labern wie ein Wasserfall eigentlich. Problem ist, dass ich jetzt auf meinen Eltern jetzt nehme, weil jemand hat, wie gesagt, an meine Tür ordentlich geklopft, ohne dass er nicht rausgefallen ist. Okay. Vielleicht hat man das im Hintergrund gehört, muss ich mal nachher gucken. Also ich hab nichts gehört, also. Nee, aber Teamspeak ist auch so relativ unempfindlich, ja. Eingestellt. Es ist halt so empfindlich wie das hier. Muss ich mal hören. Nachher reinhören. Auch mein Spritverbrauch ist eigentlich auch relativ runtergegangen. Also ich habe jetzt den ganzen Liter ja. Jetzt runtergegangen. Das ist jetzt auch relativ gut geworden, ja. Level okay. 85 Grad. Tempomat habe ich nicht an. Sonst ja, ist eigentlich vollkommen okay. Ach, da bist du ja, ne? Ja. Ja. Oh, 7 Kilometer, davon sind ca. 30 Kilometer, 36 sind das, glaub. Na, 32 Kilometer ist der Ärmelkanal. 12%. Oh, ich bin so am Schlafen langsam. Oh, ich bin schon. Also ich glaube, ich würde keine Runde War Thunder mehr aushalten. Ich werde mich doch wahrscheinlich wieder aufregen, ich werde da so ein Wedge-Quit kriegen. Weil es manchmal einfach Situationen gibt, das ist so unlogisch. Den Tiger haben sie jetzt so genervt. Das heißt, wenn dort irgendwie ein kleiner Praller kommt, dann ist die Mannschaft K.O. oder. Das ist aber genau dasselbe wie bei World of Tanks. Na, bei World of Tanks hält er eigentlich ziemlich viel aus. Also bei World of Tanks hält er mehr aus als bei War Thunder. Ja, aber da sind auch manche Sachen, wo du sagst so, Ja gut, klar, es wird eine Realitätssimulation und eine Simulation ist immer nachgestellt. Wie es jetzt in Realität ausgesehen hat oder so, es ist immer fraglich. Es ist eigentlich auch so, dass der Tiger so viel aushielt und es gab einen Fall in Afrika, da hat eine Matilda auf den geschossen, hat den so getroffen, dass der Turm oben eine Schramme abbekommen hat und die sind alle daraus geflüchtet, weil sie dachten, der funktioniert nicht mehr. Es ist, ja. Aber ja, wir haben ja auch relativ viele Clan-Mitglieder jetzt von WOT jetzt bekommen, ne? Lass mal gucken, dass man wieder mal ein. Was ich gerne machen würde, wäre Bollwerk-Gefechte, weil es für mich dem ganzen Clan gut tut. Ja. Wenn man jetzt die Finanzverwaltung ausbaut, momentan kriegen wir alle plus 2% darauf. Und wenn man weiter ausbaut, kriegt man natürlich mehr Prozent auf seine Credits, die man einnehmen kann. Nur erstmal alle an den Start zu kriegen, ist natürlich eine Frage. Und dann auch noch mit den passenden Panzern. Ja, er ist recht, der Chef von der Finanzverwaltung. Achtung, ich habe relativ stark gebremst. Ja, ich hab's gemerkt. Nicht nochmal gegen die Leitplanke zu knallen. Na, jetzt bleibt auch kein Platz mehr auszuweichen. Entweder Motorbremse rein oder. Ich weiß gar nicht mal, wo bei mir die Motorbremse ist. Glauben. Ich weiß gar nicht mal, wo bei mir die Motorbremse ist.
war R gewesen oder so. Ja, Retarder, aber ich bremse meistens mit den Gängen, also von daher. Bremse mit der Bremse. Nee, es gibt auch, wenn du bergab fährst oder so, dass du in einer niedrigeren Gang schaltest, dann bremst der Gang runter. Dann hast du gleichzeitig die Gangbremse mit rein, dass ich schneller fahren kann. Motorbremse nennt man es auch. Warte auf mich. Ich warte auf dich. Hier ist eine Raststätte, kann ich einen Kaffee trinken? Ja, gleich da. Mal kurz gucken, wie viel ich. So. Ja, hab noch 834. Also, die nächste Tankstelle in. Links. In England gehört mir. England? Weil. Ja. Großbritannien haben wir ja das Problem, dass. Da sehr wenige Tankstellen sind. Mir mal so aufgefallen. Sehr wenige und dann sehr teuer. Mal gucken, ob mit John Mayer es auch noch spielt. Der macht ja im Moment seinen Spendenlauf. Der hat ja zwei Spendenläufe am Start. Einmal die 1 Million Kilometer. Weg. Und jetzt einmal, was war denn das jetzt noch? Hier die, erste Spendenlauf für die Tornado-Opfer, die ja hier in Deutschland passiert sind. Ja, es waren ja zwei relativ nah untereinander in einer Ortschaft sogar noch. Ja, ja. Zum Glück bin ich nicht in dieser Ortschaft, wo das passieren könnte. Ja, es war ausgeschlossen, ist es ja nie, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Es kommt auch immer auf die Umgebenheit an. Also ich wohne ja relativ auf dem Land, aber wir haben zu kleine Felder, dass sich das entwickeln könnte. Und ja, zu viel Wald bei und uns. Das ist halt nur dort, wo sehr viel gerade Fläche ist und auch nicht bewaldete Fläche, weil es ist im Norden halt sehr extrem. Da hast du kaum Wälder und mehr Ackerland als alles andere. Und hier in Ostwestfalen-Lippe, wo ich ja wohne, hast du sehr viel Wald mit dem Teutoburger Wald, wo noch das Gebirge und alles ist. Und da wird sowas eher nicht passieren. Das wird bei uns auch nicht passieren, weil wir sind hier einfach. Ist zwar auch relativ viel Acker bei uns drumherum, aber wir haben auch relativ viele Wälder. Also. Ja, man muss auch immer so beachten, noch, dass zwischen den Feldern ja meistens auch noch abgeschirmt ist von Bäumen. Und dann ja. Ja, ist bei uns nicht so. Also, ja. Aber es wird trotzdem nicht kommen bei uns, weil wir hatten schon einen ordentlichen Orkan, haben auch gesagt, so, ja, Achtung, Hosenalarm oder so und aller Quatsch gewesen. Ja, Hosen können sich von der Wäscheleine abreißen. Ja, das war die einzigste Hose, die wir überhaupt gefunden haben hier. Oh, eine wilde Hose greift an. Hilfe, Hilfe. Du verteilst dich mit einem Wäschekorb. Oh, ja, du hast ihn eingefangen. Immer auch schön, manchmal in der Schule einfach so Quatsch zu erzählen. Oh, ein wildes Philipp. Oh, ein wildes Patrick. Oh. Kann man das zählen? Ich werf ihm mal einen Pokéball am Kopf. Oh, Arsch. Oh, ich glaube nicht. Oh, jetzt greift mich an. Ich glaube, ich sollte weg. Oh ja, das Niveau, es steigt. Nein, es sinkt eher. Es ist. Ich hatte dich gerade schon selbst erschossen. Ich habe den Knall gehört. Ja, ich glaube. Ach, um diese Uhrzeit kommt eigentlich. Um diese Uhrzeit kommt eigentlich mein Witzpotenzial von unter der Gürtellinie raus. Aber nee, das behalte ich erstmal für mich. Jetzt muss ich noch USK 18 dran schreiben. Einzig Schöne, was ich bei ETS 2 finde, ist, dass hier die Seitenlinie, wie es dieses Rütteln hat, wie es auch in Deutschland ist. Gerade mein Lenkrad rum. Ich muss sagen, ich habe hier ein Steam-Kontakt namens Goldkind, ne? Der nervt dann doch schon so ein bisschen, der kommt ja alle 5 Sekunden komplett hochgeschossen. Tja.
weiß gar nicht, ob das Gamecast da eigentlich aufnimmt. Bei mir steht er jetzt. Achso, wir haben hier noch eine Tankstelle, ne? Ne, brauchen wir noch nicht. Noch nicht, okay. Das sind 714 Kilometer. Passt. Ja, das sollte reichen. Oh, jetzt habe ich englische Werbung. Nee, aber wenn ich jetzt amerikanische nicht Werbung. Ganz in der Zeit verschätze. Oh, hat du leckst. Also, war bald da. Ja. Ach, ich finde die. War eigentlich relativ entspannt gerade. Oder ist gut. Wach werden wieder. Ach, ich freue mich schon auf das Wetter, das hinter mir ruft. Halt! Halt! Was machst du denn? Warum fährst du mir hinten drauf? Ja, weil ich Standbild gehabt. Ah, ich habe 2 Frame Drops, glaube ich, gerade gehabt. 3. Ich muss mich abschleppen lassen. Was? So schwer? Ich muss, ja. 54 Schaden. Lol. Ich warte dann am Hafen auf dich. Boah. Weiß nicht mehr, sehr weit ist. Du wirst wahrscheinlich nach Calais abgeschleppt. Ja, ja. Ja, dann warte ich unten am Bahnhof auf dich. Mal kurz das Auge reiben, so. Ah, 64.000. Ja, Mercedes ist teurer in eine Reparation. Jetzt auch noch dokumentieren. Hi, hallo. So, jetzt haben wir Philipp erfolgreich ausgenockt. Strike! Das war unbeabsichtigt. Von daher, ja. Und wir waren so nah am Ziel. Was sind jetzt noch ungefähr, was war das jetzt, 40 Kilometer? Dann wären wir beide am Bahnhof gewesen. Fit. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo bin ich jetzt hier überhaupt. Okay. Treffen wir uns am Schienen. Genau. Ich warte unten auf dich. So rum. Kannst auf dem anderen Schienenteil fahren, ne? Schon rüber umdocken. Dann fahre ich okay. Mit der Fähre. Ist mir näher dran. Ja, aber dann muss ich ja irgendwo. Scheiße. Boah, 14% Schaden. Okay, ich bin auch schon leicht übermüdet anscheinend. Wart mal da, ich muss mich auch abschleppen lassen. So. Was hast du gemacht? Ich hänge an Leitplanker. Ja. Lumia erfolgreich ausgeschaltet. Yes! Frack! Ja, jetzt wieder Vorsprung. Ja, komm Leute, los! Los! Ey, was für ein Hund. Ja. Ist klar, naja. Was musst du zahlen? 22.000. Okay, 22? 22. Schaden hast du bekommen? Ich hatte 14 Schaden. Ah, okay. Aber ich war auch eigentlich so nicht kaputt, sondern ich hing mir an der Leitplanke fest. Ah, ist okay. So. Dann warte ich an der Fähre. Fähre. Ja, ich schau mal, wo er mich jetzt hinschickt. Muss also aus der Garage rechts rum.
dann gerade bis zum Ende der Straße, dann wieder rechts und dann Kreisverkehr, zweite Ausfahrt. Moment, will mal ganz kurz gucken, F3 war das? Nee, F3 war das nicht, Moment. F5. Ich bin natürlich jetzt ganz falsch Richtung gefahren, jetzt fahre ich hier die zweite Ausfahrt, dann fahre ich um die Ecke da hinten und dann bin ich da. Ja, hier rein. Ach, hier. Wir hoffen, dass diese Straße jetzt auch dahin geht, wo ich hin will. Sonst habe ich ein Problem. Ja, es führt dahin, wo ich hin will. Gut. Kalle, das sind wir ja. In Elhaven. Na mal kurz unser. Oh, der kommt da. Schöne Grüße vom Dashboard. So Leute, ihr habt euch entweder verfahren oder... Jetzt habe ich mich verfahren. Hey, du bist gerade... Hey, musst du doch links? Nein. Wir hätten doch dahin gemusst. Moment, aber hier kann man glaube ich durch. Nein, hier kann man nicht durch. Scheiße. Was zurück. Sehr schön. So. Jetzt wollen wir Rückfahr-Action sehen. Oh, das geht eigentlich. Okay, nein, will ich nicht. Ich fahr weiter. Ab Überdocken nach Dover. Ja, liebe Freunde, die es bei Philipp nicht gesehen haben, können ja mal kurz meins anschauen. Seht ihr dann, Alter, wie schön ich rückwärts fahre. Oh Gott, mein Herz. Was hast du denn gemacht? Ey, hab ich gerade ein Herz im Ver- Wirst du hören, hoffe ich. Herz im Ver- Boah, ist der irre. Was hat denn dein Vater gemacht? Nee. Warte kurz, wir sind in England. Wir sind übrigens jetzt in England, Leute, wir müssen links halten. Ach ja, das ist ja links fahren. Uah. Jetzt halten wir uns auch direkt mal an die Fahrräder. Drive on left, links fahren, Jens La Guerche Cordel Verseter oder so. Morgen. Boah. Mein Arm, Arm. Klar. Oh, ich komm hier nicht hoch. Ich hab's mit meinen 11 Tonnen geschafft, also schaffst du es auch. Grad so. Keine Ausreden jetzt. Jetzt muss ich auch noch auf den warten.
Ach ja, wenn zwei Chefs Auto fahren, ne? Ja. Vor allem so spät. Ja. Wir haben eigentlich schon längst die Fahrzeit überschritten, ne? Oh, Fahrzeug kennen wir nicht. Ach, scheiß auf. Ist aber auch ein super Machspruch. Du, mir gehört eine Firma. Wir leiten übrigens eine Firma. Wir sind total das Vorbild. Oh, jawohl. Ich habe die Kupplung verpasst. Und du musst da jetzt weg, ne? Das geht das feinspurig. Hätte mal ein bisschen Abstand wieder zu Lumi. Ja, keine Sorge. Ich erreiche meine 90 innerhalb von nächsten 2 Stunden. Okay, gut. Bin ich ja beruhigt. Ich bin ja... Gehen mich nicht so an. Sind wir losgefahren? Was ist? 1.31 Uhr sind wir losgefahren. Ja, schon wieder. Über eine Stunde. Nein, wer war Viertel vor, wo ich... Knapp eine Stunde. So. Was? Moment mal. Es war Viertel vor 1. Ach nee, um 1.31 Uhr war der Unfall gewesen. 0.32 Uhr losgefahren. Das Ding geht schon fast 2 Stunden, das Let's Play. Nein, wir sind um 1 Uhr losgefahren ungefähr. 0.32 Uhr. Nein, da sind wir, haben wir hab's abgeladen. Dokumentiert. Da haben wir abgeladen. Also um 0.45 Uhr habe ich auf die Uhr geschaut. Doch, da, ja. Eine Stunde geht das jetzt ungefähr hier. Glaub mir was. nee, da hast du vielleicht aufgenommen, aber ich... Wir haben beide gleich angefangen. Ja, direkt als ich aufgenommen habe, Taste T gedrückt habe zum Ankoppeln, habe ich auf die Uhr geguckt. Hm. Da passt was nicht. Also wir gucken gleich mal auf unsere Daten da. Ach, sehr schöne Gespräche während so einer Aufnahme. Ist ja nicht so schlimm. Oh, letzten 400 Kilometer schaffen wir auch noch und dann, ja. Darf ich jetzt, dann dürfen wir erstmal Protokoll schreiben und dann ist für mich... Ja, die Protokolle. So, jetzt fällt mir erst auf, dass ich vergessen habe, also aufzuschreiben. Ich habe jetzt nur Tankrechnung aufgeschrieben. Reicht doch, ne? Ich schreibe unter Sonstiges. Over. Was? Dover? Nee, bin ich doof. Buongiorno. Da kommt einer aus Brasilien. Hat er fein gewartet auf uns. Hast du gerade was umgekippt? Ich weiß, ich hab's im Rückspiegel gesehen. Das war aber nicht absichtlich. Oder ist irgendwas runtergefallen. Wenigstens du als ich. Jetzt hast du es auch mal gemacht. Das mache ich halt immer. Ups. Muss ich wieder was ist mit Ups? Wirst du gleich sehen, wenn du von spätestens auf die Autobahn rauffährst. Ja, bin ich schon. Okay, dann hast du es nicht gesehen. Ich hab zwar gesehen, dass du das eine Shit da umgenietet hast da vorne, aber das mehr habe ich nicht gesehen. Da musst du mir meine Folge angucken. Okay. Mach ich so oder so. Oh. Wenn es hochkommt, habe ich noch. Oh, ich bin. Knapp 200 Liter noch. 200 Kilometer. Ja, vorne kommt die Stelle. Ja. Rein theoretisch nochmal anhalten. Ja, bei 406 Kilometern sollte man jetzt nochmal anhalten. Man weiß ja nie in England, wo die nächste ist. Ja, das ist so.
Ja, aber auch ordentlich was verbraucht bis jetzt wieder. Ja. 235 Liter. Ja. Ist schon ordentlich. Oh, das ist billiger hier. Hm? Nee, teurer, sorry. Ich wollte gerade sagen. Du weißt ja nicht, wie du jetzt deine Preisverhältnisse hast. In Deutschland habe ich. Wie war das? 227 Liter getankt für 332 Euro und jetzt habe ich gerade 108 Liter getankt für dasselbe. Also teurer. Ja, hier kostet es 1,59 und in Deutschland 1,46. Das war auch schon seit einem Puch so. Langer Tag. Ja, 4:19 Uhr. Oh, kann gut sein. Wir haben extrem viel Tank hier verbraucht, ey. Ja, es ging. Also. Ich glaube, das wird an die Realität langsam mehr angepasst. Also in der Realität ist das auch so ungefähr ist die Menge gewesen, die man jetzt auf der Strecke verbraucht hätte. Noch viel. So, was wir hier verbrauchen ist. Quatsch, was man. Wenn man hier eine Tankstelle suchen möchte, viel Spaß dabei, das kann eine Weile dauern. Na gut, jetzt hier in Südengland wäre es auch ein bisschen mehr an. Tankstellen in Nordengland, wo nicht so viel. Ich bin ganz nach oben, nach. Ja, doch, ganz nach oben hier in diesen. Nach letzten Zipfel bin ich mal gefahren, hoch. Aberdeen oder was jetzt da oben ist. Aberdeen, glaube ich, war es eben. Ja, da habe ich. Da gibt es, glaube ich, nur zwei Tankstellen. Habe ich kritisch schon gesucht danach. Ja. Frage ist, was passiert, wenn du wirklich keinen Tank mehr drin hast? Du bleibst da stehen. Muss ich abschleppen lassen. Ich glaube nicht, dass du dann noch irgendwie kommst oder so. Da ist ja gerade die große Kunst bei einer Simulation, halt das nicht hinzukriegen. Also falls es euch mal passiert ist, schreibt es mal in die Kommentare. Falls mal irgendjemand das spielen sollte. Oder gespielt und das mal wirklich passiert ist. Schreibt es mal in die Kommentare, was passiert, ob ihr dann von dem, ich sag mal so, ADAC dann Tank noch ein bisschen bekommt oder bei der Werkstatt euch angeboten wird, Tankfüllung zu geben. Aber man wird abgeschleppt bis zur nächsten Tankstelle, kann man sich auch, glaube ich, gut vorstellen. Oder ja, so. Ich muss mir vorstellen. Also wie gesagt, wenn es euch mal passiert ist, dann schreibt es mir in die Kommentare. Würde uns beiden auf jeden Fall sehr interessieren. Ja. So, Gesprächsthema wieder beendet. Gesprächsthema wieder beendet. Klappe zu, auf die Tour, so fertig. Tschüss. Oh, hier ist eine Tankstelle. Oh, noch eine Tankstelle. Noch eine Tankstelle. Wollen wir wieder anhalten? Ich habe jetzt 2 Liter verbraucht, das muss aufgefallen. Ja, hallo, das müsste sofort nachtanken. Kriegt der Chef wieder Ärger. Achso, Scheiße, wir sind denn schon? Nee, ja. Moment mal, halt. Kriegt der Chef wieder Herzinfarkt. Aber. Ja, nee, du bist ja Hauptchef, ich bin ja Co-Chef, das war. Deswegen habe ich auch hier 1 Milliarde auf dem Konto, ne? Ich muss ja den hier alle die Rechnung zahlen. Gut, dass ich nur 2,9 habe, aber. Ach, willst du es ändern? Na gut, können wir auch gerne so machen. Auch ist mir relativ gleich, also. Man weht hier ein anderer Wind. Dann weht er nicht mehr von Nord nach West, sondern von West nach Nord. Über Süd und Ost. Alter, Fiat Tacho wollte schon wieder runterfallen, ey.
Und merkt, langsam ich werde in müde, Wappe. Ich kriege nicht mehr einen richtigen Satz, der kausale Zusammenhänge hat auf der Reihe. Ja. Ja. Ich will mich jetzt eigentlich nur noch in meinem Bett wälzen. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Ja, 300 Kilometer. 330 noch. Meiner letzten Stelle. Aber ich finde es gut, du könntest hier rein theoretisch 97 km/h fahren. Ja. Rein theoretisch. Ja, habt ihr das Klappern gehört? Das ist beispielsweise auch neu. Finde ich aber cool. Ja. Denkst du, wird es noch mal irgendwie einen World Truck Simulator 2 geben? Oder 1 vielleicht sogar erstmal? Glaube ich so in dem Sinne nicht, weil es ja keine World Truck sozusagen wirklich gibt. Es gibt einen Euro Truck, also es gibt wirklich welche, die fahren von Spanien über Deutschland bis Türkei oder was weiß ich wohin. Aber so einer, der jetzt von China über quer durch Europa bis nach irgendwo nach Amerika fährt, gibt es ja nicht. Die bringen ja alles dann auf die Schiffe und die Schiffe transportieren das über den Atlantik bzw. Pazifik und sowas, glaube ich, würde es nicht geben. Nur mit Add-ons und Mods und. Ja, wurde ja schon gemacht. Ja. Hast ja schon so ein bisschen. Ich kann mir so vorstellen, dass der ETS 2 so weit verbessert wird, dass er irgendwann einer perfekten Simulation gleicht. Vielleicht bauen sie auch nochmal die Karte ein bisschen um, dass man wirklich realitätsnahe Strecken hat. Und noch mehr Add-ons, also dass dann in Finnland und so und vielleicht ein bisschen Russland dazu gemacht wird, dann Spanien unten die Ecke, vielleicht noch Süditalien. Das ist so wirklich so ein bisschen Europa. Ja, das ist wirklich ein Europa, so ein Europa-Truck-Simulator dann ist und dann. Weil momentan sind ja nur die Euro-Länder mit angeglichen, sozusagen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Schweden und Norwegen, die haben doch noch ihre Krone und sowas. Ja. Ich glaube, die haben nicht einen Euro. Also von ja, genauso wie hier in Großbritannien hat ja auch nicht der Euro, den Euro. Ja, der Pfund. Ich hätte so gedacht von Euro-Trucker, nee, aber Euro-Truck-Simulator ist ja. Naja. Ja, aber Mitglieder von der EU, also. Aber bloß nicht den Euro übernommen. Genau. Überleg mir, was man so theoretisch besser verbessern kann im Gegensatz zu den Euro Truck 103. Problem ist, ich kann das nicht machen, weil ich den 1er Teil noch nicht gespielt habe und weiß nicht, was sich da verbessert hat wirklich. Also was verbessert ist, ist die Fahrzeugausstattung, also du kannst viel mehr am Fahrzeug machen. Damals hattest du wirklich nur diese Modelle und das war's. Dann hast du verbesserte Steuerung, es ist mit mehr Modellen kompatibel, also mit mehr Lenkrädern und anderen Sachen. Du kannst hier, ich weiß nicht wie das heißt, da hast du so einen kleinen Stab sitzen und wenn du den Kopf bewegst, bewegt sich der Kopf vom Fahrer. Und allgemein. Ach, du meinst mit Track? Genau, irgendwie sowas. Und oh, Blitzer. oh, Blitzer. Und das hat sich auf jeden Fall verbessert. Du kannst mehr auf der Karte machen. Damals musstest du erst für jede Karte alles mühsam freispielen, bevor du in Deutschland. Bevor du von Deutschland zum Beispiel in die Schweiz fahren durftest, musstest du da erst ein Zertifikat für erwerben oder dies und das musst du erst alles erfahren. Hier oder jetzt halt hier mit den Skill Points gemacht war. Genau, hier musst du halt mit Skill Points deine Wegstrecken dir frei machen. Das finde ich besser gemacht, als wenn du da irgendwelche zigtausend Euro zahlen musst, damit du nach in die Schweiz fahren kannst, weißt.
Und das so, haben sie ja im German Truck Simulator 1, ich habe ja den auch gespielt und eure Truck, also so ist es jetzt nicht, dass ich komplett unerfahren hier irgendwie reingehe oder so. Ja, also du kannst jetzt schon mit dem German Truck kannst du vergleichen ungefähr, nur halt dann aufs Ganze bezogen. Was ich schade finde, ist, dass sie jetzt zum Beispiel Spanien und Portugal rausgenommen haben. Das waren schon immer schöne Strecken und so. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Ich würde sagen, das finde ich auch schon weil, schade, weil wäre dann so, als würden die jetzt irgendwie nicht mehr zur EU gehören, weil sie haben es jetzt schon drinnen gehabt und wenn sie es jetzt rausnehmen, finde ich irgendwie total blöd, ist dann ja für die dann wieder doppelte Arbeit. Ich sehen, die werden dann wahrscheinlich wieder Add-on rausmachen, werden da wieder ein bisschen Kohle mit scheffeln. Machen sie mit den skandinavischen Ländern auch alles. Die ganzen Add-ons, das war ja erst mit dem UK-Pack, dann jetzt mit dem Polen-Pack und jetzt mit dem Skandinavien-Pack. Wird es wahrscheinlich nochmal für die Südstaaten dann geben, da wird da dann Spanien, Portugal und Italien hinzukommen. Dann wird es wahrscheinlich noch Go-Asia-Pack oder sowas geben, da wird dann Russland, Türkei und so dazukommen. Denke ich mal, mir zumindest mal oben Finnland, also dass immer so drei Länder mit hinzukommen. Also angenommen, es würde vielleicht ein Eurotruck 3 geben. Weiß ich jetzt nicht, vielleicht wird es angekündigt, weiß ich nicht, da weiß ich nicht auf dem neuen Stand. Was würde dich erwarten und würdest du es dir dann vielleicht auch kaufen? Es würde immer drauf ankommen, was jetzt da drin wirklich implementiert wird. Wenn es einfach wieder eine Nachmache ist sozusagen von den vorherigen Teilen und keine Neuerung drin ist, dann würde ich es mir vielleicht überlegen, aber würde ich anplanen, würde ich es nicht. Wenn die jetzt natürlich sagen, ja, wir haben komplett neue Physik-Engine, wir haben über Google Maps die Karten mit ausgebaut sozusagen, dass die Straßen voll für Realität nahe sind, weil hier hast du eine Strecke von Stuttgart nach Berlin, da fährst du 20 Minuten in Real Life und da drinnen sind es mehrere Stunden. Das ist natürlich nur eine Simulation, aber auch eine Simulation hat eigentlich verdient, realitätsnah zu sein. Und mach mal im Laser. Ja. Lass mal ein bisschen was in England. Und auch von LKWs her, wenn da Physik Engine verändert wird oder so, dass das wirklich realitätsnah ist, wenn man wirklich mit 90 irgendwie eine Kurve fährt oder mit 30, dass der LKW da wirklich ins Schleudern kommt, umkippt und alles. Probieren sie ja jetzt momentan, aber naja. Endfazit, das kommt immer drauf an, was erneuert wurde. Wenn es natürlich jetzt einfach nur eine Nachmache ist, weil ETS 2, so will es eigentlich nur eine Nachmache ist von ETS 1 und nur die LKWs ein bisschen verändert wurden, neue Frachten hinzugefügt wurden und allgemein modfreundlicher ist, ja. Waren auch erst viele skeptisch, jetzt ist natürlich durch den Multiplayer wieder sehr hochgekommen, aber sonst so. Ja, eine verbesserte Version des ersten Teils und der dritte Teil, der jetzt kommt mit dem American Pack eigentlich, wenn man es so will. Ja, American Pack werde ich mir auf jeden Fall holen, das The American Trucker. Denke ich mir auch, da kann man sich ja noch die ganzen amerikanischen Fahrzeuge vielleicht mal sich verkaufen oder so, oder... Ja, das ist ja ein eigenes Spiel auf eigener Basis. Achso. Ist von der Firma kommt ja so einiges. Und ja, die haben ja schon durch ihre Vorgängerversion, 18 Wheels of Steel und sowas. Das habe ich auch schon alles gespielt. Und Howlin' auch. Fand ich immer ganz schön, auch mit der Truck-Auswahl. Also manchmal habe ich da gar nicht durchgefunden, welche Truck jetzt wo ist und alles mit dem Anfangstruck, den verkauft direkt und dann einen richtigen Truck gekauft und alles. Ach, das war immer herrlich, auch mit Polizeiverfolgung manchmal. Das gibt's ja hier alles nicht. Hier kannst du ja Unfälle bauen, das interessiert ja keinen, wird dir Geld abgezogen für, aber wirklich, dass du dann irgendwie angehalten wirst für mehrere Stunden oder dass ein LKW zurückgesetzt wird in irgendeine Stadt, weil du mit aufs Polizeirevier musst, das gibt's ja hier nicht. Ja, das finde ich auch schade. Also, das ist vielleicht so eine Sache, die man vielleicht noch mit reinmachen könnte. Mal wirklich, dass man, keine Ahnung, dass irgendwie ein Unfall ist auf diesen, auf irgendeiner Autobahn und dass dann halt da dann Fahrzeuge von hinten kommen und da alle dann auseinanderfahren. Natürlich viele Gedanken und
schwer umzusetzen. Ja, aber das, ich denke mal, das müssen wir schon locker hinkriegen. Das müssen wir jetzt natürlich auf dem Einzelspieler-Modus dann eher darauf achten. Weil der Multiplayer-Modus ist ja extra dafür konfiguriert, dass da kein Verkehr ist, weil ja schon viele LKW-Spieler sind. Und was aber jetzt im Einzelspieler-Modus gab es schon damals bei Atom Wheels of Steel, dass zum Beispiel Unfälle passierten oder Baustellen waren oder auch Eisglätte, dass man umfahren sollte oder wenn man zu übergefahren ist, dass es dann hoch welche gab, die im Feld saßen. ein LKW im Maisfeld, auch schön. Ja, wir wollen ein bisschen Mais ernten. Genau. Herr Ober, das Boot schmeckt aber nach Eisen. Ja, muss wohl einer mit einem LKW durchs Weizenfeld gefahren sein. Aber zurück zum Thema, das fehlt hier irgendwie. Man hat zwar, wenn man Einzelspieler spielt, um die gewisse Tageszeiten natürlich Rush-Houren, aber ich sag mal so, das ist nicht wirklich schlimm, wenn man jetzt eine kurze Fracht hat, aber eben 5 Stunden Zeit hat, da kommt man auf jeden Fall mit hin. Längere Fahrten, da sollte man natürlich dann irgendwie über Landstraßen so ausweichen. Aber so ist da ja nichts. Und wenn man richtig mal Stau ist, weil ein Unfall vorne ist. So, dann kurz mal noch, weil wir kommen ja jetzt schon langsam zum Ende. Oder was heißt langsam, ein bisschen schneller. Wir haben jetzt nur noch 90 Kilometer, jedenfalls ich. Ja, ich auch. Also es ist... Kommen wir zur letzten Frage. Was würdest du dir von jetzt dem Multiplayer-Modus noch wünschen oder ja, würdest du dir davon wünschen oder bist du wunschlos glücklich? Vom Multiplayer? Ja, der Multiplayer ist ja ein Gemeinschaftsprojekt sozusagen. Da haben sie mal irgendwelche zusammengesetzt, die sie davon ein bisschen Ahnung hatten, haben das gemacht und die programmieren ja immer weiter und bringen neue Ideen rein. Was ich ja natürlich ein bisschen doof finde, ist jetzt in der Stadt mit 60. Gut, ist realistisch, aber ja, die Städte sind nicht wahnsinnig groß. Und auch so, wenn jetzt einer dort irgendwie Massenkarambolage machen will, dann macht er die auch. Also jetzt das auf 60 runterzusetzen, ist kein Hindernis für einen Troller, da jetzt irgendwas zu machen. Und vom Multiplayer her, naja, was ist erstmal schön, dass es sowas überhaupt gibt. Und verbesserungswürdig ist halt irgendwie, dass man das noch mit reinbringen könnte mit der Polizei oder sowas, dass man Mods aktivieren kann oder auch, dass Mods mitgeliefert werden, die sowas mit reinbringen, implementieren. Ja, und da, ich glaube mal, dann könnte man auch damit vielleicht so als kleine Idee, ich glaube, damit hätte keiner damit ein Problem, wenn man das dann vielleicht auch ein bisschen kleines Entgelt bezahlen würde, das nicht nur als Spenden macht, dann wirklich mal so ein bisschen als Entgelt, wenn man dann so ein paar Mods mit hinzufügt, beispielsweise, vielleicht auch selbst kreiert oder sonst irgendwas. Ja, wobei ja eigentlich für jeden Modder, der das daran Spaß hat oder so, ist ja eigentlich eine Ehre ist, wenn sowas veröffentlicht wird und der dafür Anerkennung kriegt. Das ist schon lohnen genug. Also der Multiplayer sollte schon kostenlos bleiben oder er sollte im Spiel direkt drin sein, also dass das dann über die Firma läuft. Aber ich glaube, dafür hat die Firma kein Interesse, weil die dann natürlich nur wieder größere Ausgaben haben und die es programmieren würden dann auf einer Kostenbahn programmieren. Also die würden dann sozusagen ein Release-Datum ausgeben und dann müssen die dann fertig sein, weil natürlich sehr viele investieren in die. Und da finde ich eine Spende besser, als wenn das entgeltlich gemacht wird. Weil entgeltlich, da hast du den Termindruck und man muss das bedenken, die das programmieren und das auch im Laufen halten, sind ja alles freiberuflich Tätige, die das in ihrer Freizeit machen. Wenn das entgeltlich gemacht wird, dann sitzen die dort, dann bleibt auch deren Familie oder allgemein Verhältnisse zu anderen Personen. Freundschaften gehen dann darauf flöten und das, naja, sollte man irgendwie nicht so in Anbetracht ziehen, finde ich. Oh.
Gut, ich glaube. Kritische Stellung. Wir können uns ja nachher nochmal irgendwo drin tun. Auf dem vielleicht wieder einen Parkplatz oder so. Genau, kritische Stellungnahme beendet. Und ja, so haben wir auf jeden Fall mal 400 Kilometer überbrückt. Ja, ist so. Mir ist jetzt auch besser, dass nichts eingefallen. Also besser jetzt als sowas, als irgendwie jetzt hier Langeweile zu schieben und irgendwas gar nichts sagen und so. Vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen. So. Ja, ihr könnt ja mal, jetzt mal an die Zuschauer allgemein, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was einen Simulator ausmacht, was noch weiter rein sollte in einen Simulator, was verbessert werden könnte an ETS 2, weil ich weiß zum Beispiel, dass die Firma von ETS 2 sehr oft bei YouTube schaut und deren von YouTubern die Videos anschaut. Tschüss! Jo, ciao. Bis gleich. Zum treffen wir uns dann wieder am Hotel. Und, ja. Das anschauen und dadurch auch so ein bisschen durch der Meinung das verbessern, könnt ihr einfach mal reinschreiben. Vielleicht kommt das ein oder andere mit ins nächste Add-on oder ins nächste Update. Und vor allem, was eure Meinung dazu zum Multiplayer ist auch. Was gut ist oder schlecht ist oder was ihr meint. Würde mich mal wirklich interessieren, auch allgemein zum Multiplayer spielen. So, dann gucken wir mal. Upsa! War ein bisschen zu stark. Also jetzt habe ich meinen. Ja, ich komme gerade gar nicht mehr klar. Mein Headset-Kabel eingerollt. Durch Spannung oder? Dadurch, dass ich gerade hier einparke, da weißt du. Ah, so. So, was haben wir denn jetzt so verdient? 574 Liter habe ich verbraucht. Boah, fuck, ich hab's jetzt gerade kaputt gemacht. Nein, hoffentlich nicht. Aufgestiegen auf Level 48. So. Jetzt. Wo ist die Mitte? So, mal gucken, wo bin ich jetzt hier überhaupt? Okay. Auf den falschen Parkplatz gefahren. Ich habe mir noch vorgenommen, nicht auf den zu fahren. Was mache ich natürlich? Fahre auf den. Ich bin natürlich auch eben falsch gefahren. Ich muss ja hier fahren, natürlich. Oh. Wir sind ja bei den Inselaffen. Ah, ich fühle mich hier irgendwie wie im Schweinestall. Warum? Weil ich auf dem Bauernhof bin. So, ja. Oh, geschafft, ey. Leute, ey, kann. Annehmbar, ja. Wegen 10% Schaden. Ich hab 12 gehabt. 11%. Das bedeutet. Wir haben 1617 Kilometer sind wir gefahren. Wir haben 519,5 Liter verbraucht. Als Euro verdient. Acht. Hier. Verloren.
Crash. Sonst euch nichts weiteres. Level up auf Level 97. Fahren wir mal schnell zum Loot. Wo ist der Sache da hinten? Das ist. Wollt schon. Wollt schon wieder. Falsch fahren. War das jetzt hier schon die Ampel? Nö. Wie unnötig diese Ampel. Kennst du die Ampel hinter dem, hinter der Werkstatt? Ja, da bin ich eben unnötig gewesen. Trotzdem ist die Ampel da übrigens ein bisschen unnötig, weil da ja links im Multiplayer keiner kommt. Ja. Weil dass man die Map hier nicht irgendwie noch bearbeiten könnte. Okay, haben sie ja mit den Rotphasen. Ja, aber es ist ja nur ein minimaler Eingriff in die Script-Dateien. Naja. Aber ich glaube, es ist ja halt in den allgemeinen Script. Ja. So, Leute. Dann sind wir nun hier. Endlich. Nach. Ja, über eine Stunde Fahrt. Oh Gott. Ja. Mal einmal was schreiben, jetzt habe ich aber meinen Stift irgendwo verlegt. Was denn? Da ist er. Kurz schreiben. Da habe ich vergessen zu schreiben. Jetzt mal so 2:08 Uhr oder so. So. Weil ich mal angefangen. Fange ich jetzt weiter oder mache ich jetzt weiter? Oder ja. Fange ich jetzt als erstes an, mich zu verabschieden? Also schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, fang du mal an. Dann. Genau, kannst du das allerletzte machen, sozusagen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich bin gerade so müde, um eine richtige Abmoderation von mir zu machen, ja. Und ja. Dann ein Ständerspruch von meinen Leuten. Mein Name ist wieder von Philipp gegen die Frau und ich sage ciao, ciao. Ja, auch von meiner Seite her. Danke fürs Zuschauen, auch dass ihr dieses eigentlich langweilige Gelaber die letzten 400 Kilometer mitgemacht habt. Ja, eure Meinung in die Kommentare und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wo wir dann hoffentlich beide in Skandinavien unterwegs sein werden. Und wir beide. Dann wahrscheinlich jetzt noch dann ins Hotel gehen, da was essen und dann in unsere Kurien reinfallen. Aber sowas spannend. Ich glaube, ich werde nicht mehr das Essen schaffen. Ja, mal schauen. Wenn es Wiener Schnitzel gibt, mal schauen. Okay, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal und immer schön, wenn ihr gerade das Video zum ersten Mal geschaut habt, schaut mal auf beide Kanäle vorbei. Und ja.
abonnieren. Ja, und eins muss ich auf jeden Fall nochmal loslassen. Wenn ihr wirklich dieses Video komplett durchgeschaut habt, Respekt. Genau. Ich glaube, ich werde mir nicht das ganze Video nochmal sehr viel Langeweile haben werde. Genau. Okay, dann auf jeden Fall kommentieren, abonnieren und viel Spaß am Spiel haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Lumi.